So, zack und zack. Oh ja, ein bisschen Gold. Kann ja nie schaden. Ist ja nie verkehrt. So, wir müssen, ja, wenn wir Richtung Stadt gehen, da muss ich mal eben auf die Karte schauen. Wir sind hier und die Stadt ist da vorne, ne? Charlatans Labor. Gasthaus zum Drachenrücken. Ja, da könnten wir eigentlich mal hingehen. Das heißt, wir müssen mal in die Richtung hier weitergehen und da vorne irgendwo abbiegen. Nehmen wir die Abkürzung, ha? Ja, das sieht gut aus. Ich kann allerdings auch hier vorne geradeaus laufen, aber dass ich mich hier ein bisschen nach rechts hier, genau hier rein. Muss ich nur aufpassen, dass ich niemandem zum Opfer falle. Aber hier müssten wir eigentlich auch zur Stadt kommen. Angeblich. Laut Karte. Ja, keine Ahnung, ob das so, sein wird. Werden wir gleich sehen. Naja, schlecht sieht es zumindest mal nicht aus. Mal gucken, was wir davon haben. Ich hoffe, wir können in der Stadt ein bisschen was an Verstärkung nachkaufen. Ansonsten müssten wir uns tatsächlich überlegen, eventuell das Gebiet zu verlassen. Kurzfristig. Wir brauchen schon einiges, ne? Wir haben... Ja, vor allem Bogenschützen haben wir über 200 verloren. Das ist zack viel. Ah, hier, Labor. Und so. Zeigt mir eure Waren. Was hast du denn da? Ziel? Nein. Das will ich nicht. Willkommen zurück, Dad. Wollt ihr meine Waren sehen? Chemiker, was macht ihr hier? Warum fragt ihr? Das ist ein Staatsgeheimnis. Wisst ihr, Charles, Chemie war mein Lieblingsfach in der Schule. Also habe ich mich gefragt, wieso so ein ausgewöhnlicher Chemiker wie ihr die Regierung macht. Was? Irgendwas für die Regierung war stand da, glaube ich. Aber gut. Chemie? Habt ihr Chemie gesagt? Endlich sieht jemand die Chemie als unabhängige Wissenschaft an. Alle anderen sprechen sonst immer von Alchemisten, Alchemisten. Puh. Ignorante Scharlatane, das sind sie. Ja, ich glaube, ich gebe dir recht, oder? Zum Teufel mit ihnen. Wenn sie doch alle aufgehängt werden, geköpft, gevierteilt und alle vier Teile in alle vier Himmelsrichtungen verstreut, ne? Was macht ihr da eigentlich für den König? Ich habe eine äußerst interessante Bestellung. Orga Gimlet hat mir befohlen, eine Formel für einen Stärketrank herzustellen. Damit soll jeder Zwerg so stark wie ein Riese werden. Mit diesem Trank wird unser Militär alle beherrschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, wenn es funktioniert? Es geht gut voran. Ich habe ein passendes Rezept in einem alten Manuskript gefunden und mir fehlt nur mehr eine Zutat. Goldene Fliegeneier. Der Trank wird ohne die Eier keine Wirkung zeigen. Soll ich die etwa besorgen? Ihr? Wenn ihr das tut, bin ich euch sehr dankbar, Dad. Nicht nur ich, sondern auch Gärtiger, Ogre, Gimlet und das ganze Königreich werden dankbar sein. Ja, dann betrachte ich es mal als meine Pflicht. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, wenn ich Lust habe. Gasthaus zum Drachenrücken. Was gab's denn hier nochmal? Was habt ihr denn, Komm, wir nehmen das mal, beziehungsweise ist das was zum Benutzen einfach nur oder zum Anlegen? Ah ja, okay, nee, das kann ich direkt so verwenden. Gut, dann, Moment, ein Blick auf die Karte besagt, hinten ist, glaube ich, eine Werkstatt, oder? Müsste hier hinten sein. Hauptmann der Wache. So, ist es so? Orca Gimlet. Oh, ihr seid es, die Ausgeburt des Bösen. Man hat mich vor euch gewarnt. Verschwindet aus dem Königspalast, sonst werdet ihr es bereuen. Oder ich will nicht mehr Orca Gimlet heißen. Ich speichere mal eben, weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz, was der von mir will und ob es eventuell zum Kampf kommt. Lauft ihr immer noch hier rum? Ja, es wird so sein. Ich denke, es kann nicht schaden, es euch zu erzählen. Was könnt ihr schon machen? Der König hat den Befehl zur Mobilmachung erteilt. Und Draganor wird schon bald eine richtige Armee haben. Eine Armee, dass ich nicht lache. Ein Haufen Bergleute ist noch lange keine Armee. Ihr braucht Kommandanten, Orga. Ha, ich kann mir diese Armee gut vorstellen. Bewaffnet mit Spitzhackenkeulen und Stäben. Wo wollt ihr die Waffen für diesen ganzen Haufen besorgen?
Ich weiß nicht, ich nehme mal das erste. Ich kann mir dieser Armee gut vorstellen. Wir waffnen mit Blabla. Achso, das ist die andere Antwort. Unsere Armee wird von Ronny, dem Muskulösen, persönlich ausgebildet. Aha. Dem besten Kommandeur auf dieser Seite des großen Berges. So. Keulstäbe, seht ihr das? Orgelgimnitz zeigt auf ein großes blumiges Gebäude neben dem Palast. Das ist die königliche Waffenkammer. Jetzt müssen wir mal schauen. Sprich mit Naga, dem Werwolf. Ja, gut, dann müssen wir den erstmal finden. ich glaube hier lang, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Hier und... Ah ja. Ah ne, Mist. Ich weiß gar nicht, wo komme ich? Wo kam ich denn her? Jetzt muss ich den wieder suchen. Da unten ist ein Bergarbeiter. Echt jetzt? Komm ich da? Ah. Mit dem kann ich mich unterhalten? Mit einem Bergarbeiter? Moment. Oh, ich hätte nie gedacht, einen Dragonor jemand zu treffen, der so ein. Ja. Sprich bitte weiter. Ja, ich meine nein, aber nein, aber ja, aber nein. Hat er Angst vor mir oder was? Euer Vorbereiter macht sich Sorgen um euch, aber wie ich sehe, kommt ihr zurück. Ich werde ihn besuchen und ihn davon erzählen. Die Sache ist die, kurz gesagt, ich komme nicht zurück, weil ich noch nicht beim Chemiker war. Es ist ein ziemlich langer Weg bis zu ihm und ich habe ein Hühnerauge. Hier, seht es. Kopf gegen die Wand. Nun gut, wie ihr wünscht. Nun verstehe ich, warum ihr bei diesem Thema durch innerhalb einer Woche zum Chemiker kommt. Vielleicht kann ich euch helfen. Wie denn? Ich kann bei euch hingehen. Ja, das würde ich prinzipiell tun. Dann habe ich wenigstens Sprengstoff. Wartet auf mich, Ruk. Die Rechnung nehmen und Chassadan, unser Chemiker, es lebt nicht weit. Ja. Dann muss ich ja doch wieder zurück. Halt. Gehst du da in den Fahrstuhl rein? Okay, dann gehen wir eben mal ganz kurz zurück zu Charles Atan. Geben ihm, das und bekommen den Sprengstoff. So, Gasthaus zum Drachenrücken. Das hier vorne war, genau. Okay, dann zurück. Wir müssen hier oben lang. Wir müssen über die... Ah, sieh mal, da unten ist noch was. Ich habe gar nicht gesehen, dass da, Gasthaus zum Drachenrücken. Und da hinten das versperrte Labor. Ja, ist aber wurscht, da muss ich doch hin. Atan, seht mal, was ich für euch habe. 10 goldene Fliegen, genau das... Moment, was? Wie? Wo? Wo habe ich goldene Fliegeneier? Moment, wo denn? Hüte des Glaubens. Nee. Wo soll ich denn diese goldene Libelleneier? Also ich bin mir echt nicht sicher, was er damit meint, aber Führerschaft. Intellekt Mana. Kann mir jemand sagen, warum dass ich das mal ausgezogen habe? Intellekt Mana. Führerschaft. Puh, tja. Führerschaftsanforderungen. Kavalleristen, Paladin und Ritter. Ja, weil die Attribute scheiße sind. Bis auf die Führerschaft natürlich irgendwo. Ja. Gut. Dann. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Sind irgendwie klein und grau. In Ordnung, gebt sie mir. Ah, warte mal. Hö. Bring diesen Drang zu Orga Gimlet. Moment, das heißt ja, ich hätte ihn jetzt ja... Aber, hallo, Charles Atan? Ja, das ist ja gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Stärkedrang schon mal. Eine Rechnung für Sprengpulver. Was ist, wenn ich das verwende? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zeigt mir eure Waren. Nee. Na gut, gehen wir mal ganz kurz rüber zu Orga. Geben ihm den verpanzten Stärkungstrank. Und dann kann er sich seine Armee träumen, die so stark ist wie Riesen. So, hier, bitteschön. Oger, ist ja hier ein Oger. Hey, ich will nur eine Minute mit seinem... Schreit nicht so, ich bin nur ein Bote. Hier, nehmt das. Die Chemiker haben mich gebeten, euch diesen Trank zu geben. Ah, endlich, der Stärketrank.
Aua, mein Bauch verkrampft und fühle mich ganz und gar nicht stark. Was ist in dieser Flasche? Keine Ahnung, bin ich der Chemiker gewesen?